Am Ende dieser Ausgabe von Ab ins Bett werdet ihr nicht nur fantastisch träumen, ihr werdet auch noch einmal auf euer Fensterbrett schauen. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast. Hier ist Ab ins Bett mit der 394. Gute-Nacht-Geschichte. Es ist Freitagabend, der 24. September. Ich bin Marco und ich freue mich auf euch heute Abend und auf Lars, denn Lars ist der heutige Titelheld mit einer ganz fantastischen Gute-Nacht-Geschichte. Bevor die kommt, lade ich euch ein, mit den Armen und Beinen, den Händen und Füßen das große Recken und Strecken zu beginnen. Nehmt also alle Füße, Beine, Hände, Arme und streckt sie so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann plumpst euch ins Bett hinein und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute an diesem Freitagabend bin ich mir sicher, dass ihr die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist sie, die 394. Gute-Nacht-Geschichte für Freitag, den 24.09.2021. Lars und der geheimnisvolle Vogel. Lars ist ein ganz normaler Junge. Es ist ein Freitagabend. Es könnte der heutige Freitag gewesen sein. Am Bett vom Lars sitzt seine Mama. Sie hat ihm heute eine Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Das machen sie jeden Freitag so. Lars darf sich am Freitag immer eine Gute-Nacht-Geschichte wünschen und heute wollte er eine Geschichte von seinem Vogel hören. Ja, Willi heißt er. Ein kleiner Kanarienvogel, der lebt bei Lars im Zimmer. Zumindest steht dort sein Käfig. Willi hat einen großen Käfig. Und Willi liebt es aber auch, im Zimmer von Lars herumzufliegen. Allerdings ist das nur möglich, wenn die Katze Wilma nicht da ist. Denn Katze Wilma und Kanarienvogel Willi sind nicht unbedingt die besten Freunde. Lars Mama sagt immer, lass niemals den Vogel raus, wenn die Tür offen ist, sonst kommt Wilma und das kann kein gutes Ende nehmen. Lars weiß das natürlich und nachdem er sowohl Wilma als auch seinen Vogel Willi ganz doll lieb hat, passt er auf, dass die beiden sich niemals begegnen. Heute allerdings ist es schon zu spät für Willi und vor allem auch für Lars, um noch eine große Flugrunde hinzulegen. Meistens macht er das abends. Dann lässt er Willi noch einmal raus und er lässt ihn noch ein paar Runden kreisen. Heute allerdings ist Lars zu müde. Er legt sich in sein Bett. Er schließt die Augen und er schläft ein. Allerdings nur für einen klitzekleinen Moment, denn als er im nächsten Augenblick die Augen wieder öffnet, da hört er ein seltsames Klopfen. Lars spitzte die Ohren und er hörte genau hin. Und wieder hörte er. Das Klopfen wiederholte sich. Nun machte er auch die Augen auf. Doch erkennen konnte er nichts. Sein Vogel, der Willi, war auch schon ganz nervös. Willi sagte, öffne den Käfig, öffne den Käfig. Lars wusste gar nicht, dass der Vogel überhaupt reden kann. Und warum sollte er jetzt den Käfig öffnen? Da hörte Lars wieder das Klopfen. Der Junge stand auf. Er ging zum Käfig. Der Vogel sagte wieder, öffne den Käfig, öffne den Käfig. Doch Lars schaute sich erst einmal um und dann konnte er auch sehen, wo das Klopfen herkam. Auf seinem Fensterbrett, vor dem Fenster, saß ein Vogel, der genau so aussah wie sein Vogel Willi. Er schaute sich Willi an, er schaute den Vogel an und er konnte seinen Blicken kaum trauen. Ist es denn wirklich so, dass er auf einmal zwei Willis hat? Lars war so neugierig, dass er das Fenster öffnete. Der Vogel,
der draußen auf seinem Fensterbrett saß, der flog direkt in sein Zimmer. Er drehte einige Runden und setzte sich auf den Käfig von Willi. Willi war außer sich, vor Freude. Er schien zu tanzen, zu singen, zu jubilieren. Und auch der geheimnisvolle Vogel vom Fensterbrett, der schien genauso voller Vorfreude auf das Wiedersehen mit Willi zu sein. Nun öffnete Lars doch den Käfig. Willi flog aber nicht davon. Im Gegenteil, der andere Vogel flog in den Käfig, setzte sich neben Willi und berührte ganz sanft Willis Schnabel. Das ist Wilma, das ist Wilma, meine Freundin. Vogel Willi hat tatsächlich Besuch bekommen, mitten in der Nacht, von einem geheimnisvollen, unbekannten Vogel. Wie sich herausstellte, war es Wilma, der Vogel, und der besuchte Willi nun ab sofort jeden Abend. Und die ganze Nacht kuschelten die beiden zusammen im Käfig, bevor Vogel Wilma morgens wieder davonflog. Einfach so. Lars weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Gute Nacht. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Ab ins Bett.